In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen. Kommt 2021 die aktive Aerodynamik? Honda kommt nicht als Werksteam zurück. In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. In Bezug auf die Regeln für 2021 will die FIA eine alte Idee neu auflegen, und zwar die aktive Aerodynamik. Diese wurde zwar vor 2 Jahren abgelehnt, soll es aber in 2 Jahren richten. Dieses System würde das DRS ablösen und das Problem mit den Überholvorgängen lösen. Für alle, die das mit der aktiven Aerodynamik nicht verstehen, hier die Kurzfassung. Der Pilot kann auf Knopfdruck die Flügel so verstellen, dass er in den Turbulenzen mit dem Abtrieb fahren kann, den das Auto bei Alleinfahrt hätte. Das könnte man auch über seitlich ausfahrbare Schürzen erreichen, die den Saugeffekt unterhalb des Boliden erhöhen würden. Der Ausgleich des Abtriebs darf nur aktiviert werden, wenn der Fahrer in einem vorbestimmten Bereich hinter einem anderen Boliden liegt. Das DRS wäre dann nicht mehr nötig und der hinterherfahrende Bolide könnte in jeder x-beliebigen Kurve nah an den Gegner herankommen und dann auf der darauffolgenden Gerade aus dem Windschatten heraus überholen. Wichtig ist, dass das gesamte Feld enger zusammenrückt. In diesem Jahr ist das besonders bei den Mittelfeldteams zu sehen. Honda ist nicht daran interessiert, als Werksteam zurück in die Formel 1 zu kommen, auch nicht, wenn 2021 die Budgetobergrenze eingeführt wird. Motorsportchef Masashi Yamamoto bestätigte, dass sie sich vollkommen auf die Partnerschaft mit Red Bull fokussieren möchten. Das japanische Werksteam war in den Jahren 1964 bis 1968 und von 2006 bis 2008 in der Königsklasse. 5 Jahre lang haben die Japaner am Antrieb entwickelt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich habe zwar noch nicht wirklich etwas von der aktiven Aerodynamik gehört, aber was ich da gelesen habe, gefällt mir eigentlich ganz gut. Viele von euch kennen ja das DRS nicht wirklich leiden, weil es zu künstlich ist und Sebastian Vettel als Beispiel sagt ja genau das gleiche. Warten wir mal ab, ob es kommt und das DRS ablöst, was ja schon seit 2011 in der Formel 1 ist. Was Honda angeht, schade eigentlich. Ich habe damit gerechnet, dass ein Team bzw. ein Werksteam zurückkommt. Aber naja, da kann man nichts machen. Und nun zum Community-Kommentar. Pauli Mauli HD hat folgenden Kommentar unter mein Steiner-Strafen-Video geschrieben. Die FIA soll mal nicht rumheulen. Steiner hat doch recht. Steiner gleich Ehrenmann. Ja, es stimmt. Steiner hat ja recht, aber er hätte nicht unbedingt beleidigen bzw. ein hitziges Wortgefecht mit Emmanuel Pirro haben sollen. Vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Freunde werden die beide garantiert nicht mehr. Vettel hat ja in Mexiko 2016 auch Charlie fuck off über Funk gesagt. Aber er hat sich mittels eines Briefes bei ihm entschuldigt und versprochen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Steiner will sich nicht entschuldigen. Die Strafe ist ja noch unbekannt, kann aber die nächsten Tage bekannt gegeben werden. Mal sehen, was es für eine Strafe für den Südtiroler wird. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn auch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.